Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler und wir wünschen dir viel Freude bei dieser neuen Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Aufzeichnung läuft. Hallo Silvia, wunderschön, mal wieder, dass du wieder da bist. Nicht nur mal wieder, eine Woche. Ja. Ja, super. Wunderbar. Alles gut? Geht es dir? Ja, doppelt gefragt. Ja, prima. Ja, bei mir ist alles gut. Schön. Was ist los heute? Ja. Also bei mir ist alles gut. Ich hatte Nachtdienst und habe aber sehr gut geschlafen. Ja, drum ist bei mir noch ein bisschen dunkel. Ja. Ja, und hörst du mich so zeitversetzt? Ein bisschen. Und es knackt. Wahnsinn. Ja. Echt? Hier. Stellenweise. Ich drehe mal das Mikrofon mal so ein bisschen noch. Ja, auf jeden Fall geht es mir gut. Es ist gerade viel los. Ich muss gerade viel arbeiten und gerade ist viel in Bewegung. Aber das liebe ich ja. Ja, wenn ihr das gut bekommt, alles prima. Sehr schön. Positiver Stress. Ja. Und ich habe im Moment immer wieder neue Dinge, die ich die ich ausprobiere oder auf die ich gestoßen werde. Und ich habe gestern gehört, und zwar bei der Vera Birkenbiel, da habe ich ein altes Video mal wieder so laufen lassen und da hat sie gesagt, wenn du dich immer wieder mal mit neuen Dingen befasst, also richtig neuen Dingen, dann beugt es 90% der Alzheimer vor. Kann ich mir vorstellen, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also das fand ich ziemlich cool. Genau. Ja. Ja, dann passt und ja das, was ich... liebe das ja, wenn immer mal was Neues. Ja, klar. Dito. Deswegen passt ja meine kleine Überraschung für dich heute. Perfekt. Oh, ich werde überrascht, ich freue mich. Ja, eigentlich passt das zu dir und wahrscheinlich kennst du das auch. Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Impulsen, immer wieder für die kreative Mittagspause, die ich gerade so live auf Facebook anbiete, dienstags und donnerstags. Und da brauche ich ja immer so ein bisschen so Impulse, die man so in 10, 25 Minuten umsetzen kann, halt nichts Großes, sondern einfach was Kleines zum Abschalten, dann eben mal den Kreativmuskel am Laufen zu halten oder zu aktivieren, je nachdem, auf welchem Stand man sich gerade so befindet. Und da habe ich einmal das Buch von Danny Gregory, Kunst vorm Frühstück. Ich glaube, das kennst du. Du musst ein bisschen höher halten. Ja. Hals höher. Das kenne ich. Und es verschwindet im virtuellen Hintergrund. Dann ist es verschwunden, cool. Du kannst zaubern. Welche Überraschung. Ja, das kenne ich tatsächlich. Das habe ich auf Englisch. Ah, okay. Art before breakfast. Genau. Ja. Das ist tatsächlich so ein richtiger Zeichenkurs. Also, und der, der nimmt einen auch so dahin mit, das Zeichnen und überhaupt das Kreativsein im Alltag so zu verstetigen, dass das wie Zähneputzen wird. Und er hat hier auch ein Kapitel drin, Rauchen und Kunst. Ja, sehr schön. Richtig. Haben Sie je geraucht? Genau, betrachten Sie das Zeichnen als ganz als ähnliche Gewohnheit. Und immer dann, wenn man sich den Wunsch verspürt, sich eine Zigarette anzustecken, dann zum Notizbuch greifen und kritzeln oder zeichnen. Genau. Das finde ich. Ja, also das habe ich ja auch tatsächlich gemacht, ohne das Buch zu kennen. Deswegen musste ich auch gleich an dich denken. Aufgehört habe und das, ja, ich habe mich da auch gefreut, als ich das dann gelesen habe, dachte ich so, ah ja, okay. Ja, genau.
War ich gar nicht so dumm. Genau. Halt eben zum Einüben einer neuen Gewohnheit. Und genau dafür ist dieses Buch hier da. Einüben einer neuen Gewohnheit. Und ja. Und ich habe es mir damals gekauft, weil ich ja immer zum Kaffeetrinken male. Also ich male eigentlich immer vor dem Frühstück. Ja, siehst du? Lang bevor ich frühstück, trinke ich ja meine erste Tasse Kaffee und setze mich dann meistens hin und male. Aber du brauchst es. Dann hat mich das natürlich angesprochen. Ja, aber du brauchst es als Anregung lang nicht mehr. Ne? Ja. Ja, naja, also ich sag mal so, mir geht es immer so, ich male dann eine Zeit lang irgendwas sehr intensiv, eine Technik oder was mir Spaß macht eben. Und dann gelüstet es mich nach was Neuem und dann schnappe ich mir gern so diese Bücher und gucke einfach mal, was spricht mich gerade an. Und dann probiere ich mal wieder was aus und dann geht es wieder in eine ganz andere Richtung mal wieder. Mhm. Das mag ich. Ja. Genau, sehr und dafür finde ich das Buch genial, weil da eben diese kleinen Übungen drin sind, die du einfach, also ja, wo du auch ganz wenig zu brauchst und wirklich wenig Zeit vor allem. Ne? Genau. Bleistift oder Kugelschreiber oder jeden anderen Stift und ein Blatt Papier. Ja. Klar, und irgendwann dann vielleicht auch mal Farbe, logisch, aber erstmal reicht ja ein Bleistift und ein Zettel. Und so ähnlich ist das zweite Buch. Das ist tatsächlich eins, mit dem du, das du direkt auch schon als Skizzenbuch benutzen kannst. Das heißt Just Sketch It, 365 einfache Übungen. Da gibt es Übungen zum Zeichnen und zum Ausmalen. Da sind vorgefertigte Sachen schon drin, zum Beispiel so Katzensilhouetten sind drin, die sollst du dann bunt malen, also ganz individuelle Katzengesichter malen oder aus einem Wabenmuster, aus einem Wabenraster Muster entwickeln zum Beispiel oder lauter Sternchen zeichnen, Schalen mit Mustern befüllen. Dann gibt es auch noch so Farbspielereien, dass du dir so deinen eigenen Farbkreis baust. Mhm. Oder, hier sind lauter so hautfarbene Flecken quasi drauf und die du dann zu Gesichtern vervollständigen kannst. Reinmalen. Genau, sowas. Also das Buch selbst ist schon so, dass du eben da drin malen kannst. Oder es gibt halt auch so diese Achtsamkeits- Malblätter, wo du dann nur noch ausmalst quasi. Ja, das ist wie gesagt dafür gedacht, dass man da direkt drin malt. Lettering-Übungen gibt es. Aber auch Zeichentechnik, also die Grafuren werden vorgestellt. Und kannst du dann nachmachen mit den unterschiedlichen Materialien. Die benutzt hier halt so mehrere, also schon mehr Materialien, also Fineliner, Bleistift oder eben halt auch so Pens für Lettering, weil halt auch Lettering-Übungen drin sind. Buntstifte, Aquarellfarben, aber auch noch recht überschaubar. So, das macht auch Spaß. Mhm. Und da kann man sich auch schöne Anregungen suchen für, wenn ich gerade mal nicht weiß, was ich malen soll oder womit ich mich gerade mal beschäftigen will, dann mache ich sowas. Dann gucke ich da rein. Kann ich reingucken. Oder kann halt auch direkt da drin was machen. Ich habe da drin direkt noch nichts gemacht, aber ich hole mir die Sachen dann eher raus und mache es woanders. Das ist dann in dem Buch. Ja. Ja, genau. Also so als Anregung kann man das halt ganz gut wunderbar verstehen. Ja, genau. Also ich bin da auch immer nicht so dran, in vorgefertigte Sachen zu malen. Da habe ich immer so eine kleine Hemmung irgendwie. Ich male dann lieber auf ein normales Blatt. Ja. Oder eben in ein Art-Journal oder so. Das ist dann aber meins. Oder in ein Junk-Journal am liebsten, ne? Wo es irgendwie egal ist und irgendwas wird schon draus und wenn nicht, mache ich eine Schicht Gesso drauf. Da habe ich bei so einem schönen Buch, sage ich jetzt mal, das schön gebunden ist und wo jede Seite gleich ist und so, da habe ich da immer ein bisschen Hemmungen. Also das verstehe ich. Mag ich nicht so. Ja. Wohingegen jetzt dieser neue Kalender, den wir bekommen haben. Ein Lied. Das ist ein Traum. Das ist ein Schatz.
Ja. Das ist wirklich, also, ja, irre. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe auch heute wieder drin rumgekritzelt und ja, ja, das ist wunderbar. Ja, wir haben beide von einer befreundeten Künstlerin einen Art-Journal-Kalender quasi bekommen. Also der ist, das ist so ein Prototyp noch. Sie denkt dran, den später zu vertreiben. Und der ist jetzt für ein Jahr, 3 Monate quasi sogar, hat er Seiten. Und jede Seite ist echt ein Unikat. Aliprints bedruckt und von Hand gebunden dann, also wirklich ein Traum. Herrlich, so großartig. Es kommt mir so entgegen, weil auf der einen Seite ist praktisch immer Montag bis Freitag, also Montag bis Sonntag, also die Woche. Und oben steht die Kalenderwoche noch, ne? Und das Datum steht natürlich auch dabei. Aber du hast keine Linien, du hast keine Kästchen, du hast nicht so dieses Vorgefertigte, was mich bei jedem Kalender nervt, weil der Platz mir entweder nie ausreicht oder an den falschen Stellen zu viel Platz ist. Und die Linien sind ja nie schön. Und jetzt ist das so, ja, da ist man so frei und man kann irgendwie Kästchen malen, sich selber, ne, und mit Pfeilen arbeiten, wenn ein Tag zu voll ist oder so. Man hat Platz einfach und die rechte Seite ist quasi ganz frei, beziehungsweise da ist dann eben ein Stück Kunst verarbeitet. Ich denke, sie hat das alles mit der Jelly Plate gemacht. Das ist alles mit der Jelly Plate gemacht. Und es sieht so, so toll aus. Und es lädt so ein zum Weitermalen, zum drauf rumkritzeln, was draufkleben und das sich so zu eigen machen. Ne? Genau, das wunderschön. Ist, ja. Also wirklich, ich bin ganz begeistert. Ja, ich bin sehr, sehr angetan. Genau. Ja, und unser Thema für heute, da habe ich mir so überlegt, weil ich weiß, dass dich das gerade sehr beschäftigt, weil du in deinem letzten Newsletter darüber geschrieben hast und du auch schon angekündigt hast, dass es da jetzt ein paar Wochen wohl drum gehen wird, auch in den folgenden Newslettern, ne? Dass du so kleine Achtsamkeitsübungen oder so machen möchtest? Ja, es geht mehr so. Oder anbieten möchtest? Also Achtsamkeit so als Basis für das eigene Wohlbefinden und für das eigene Glücksempfinden, so in der Richtung. Weil, also mein Gedanke dabei ist immer, wir können eigentlich nur so von innen heraus das Glück spüren, also was wir so haben. Wir sind ja, ich bin fest davon überzeugt, dass in uns drinne jeder so diesen glücklichen Kern hat. Also wenn ich mir, muss ich nur angucken, wie wir als Baby in die Welt kamen. Ne? Total zufrieden, gelächelt und ja, eben glücklich. Ne? So, da ist dieser Kern, dieser Zufriedenheit, dieses Wohlbefindens. Und ich bin so der festen Überzeugung, dass dieser Kern noch da ist. Weil alles andere, was dann so später, was wir so in der Erziehung mitgekriegt haben, wenn wir aufgesehen, was da für Schwierigkeiten vielleicht auch gab, Komplikationen in der Familie oder du hast, ja, bist in der Schule zurechtgestutzt worden irgendwie. Also da kamen dann immer wieder Sachen dazu, wo du gelernt hast, dass du so nicht in Ordnung bist. Sondern dass du Dinge anders machen musst, um jemandem zu gefallen, jetzt dem Lehrer oder den Eltern oder weiß der Geier wen. Das ist alles das sind so Schichten, die so auf einen draufgepackt worden sind oder die man sich selber so draufgepackt hat im Laufe des Lebens. Aber da inwendig drin, da ist noch das Glück. Du kannst es ja auch spüren, ne, wenn du dich mal so mit dem Herzzentrum verbindest und dir selber ein Lächeln schenkst, dann wird es auf einmal warm hier drin. Und da ist dieses Glück. Und das braucht es eben diese die Achtsamkeit, also diese Aufmerksamkeit für diese für den Körper, wo der gerade was empfindet, also wo es ist, und eben auch das bewusste Hinlenken von Aufmerksamkeit auf einen bestimmten
Punkt, wie zum Beispiel eben auf das Herz oder irgendwo, wo es einem schön warm wird und man dann eben diesen Glücksmoment selber erzeugen kann. Ja, also ich habe jetzt gerade bei deiner Beschreibung auch so gedacht, ja, es ist auch so ein bisschen das Urvertrauen, das Kinder so lächeln lässt, so offen in die Welt blicken lässt und eben auch so glücklich macht. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, wenn du dieses Selbstvertrauen auch hast und einfach dieses Vertrauen ins Universum oder in Gott oder in die Welt oder keine Ahnung, dann fühlst du auch dieses Glück nochmal mehr. Ja, ja. Also es hat, finde ich, so diese zwei Komponenten. Das eine ist eben so diese Aufmerksamkeit darauf, also auf positive Gefühle, auf wie geht es mir, kümmere ich mich gut um mich und was tut mir gut, also das auch zu erkennen, weil manche haben das verlernt oder nie gelernt, zu spüren, was ihnen gut tut, sondern haben immer nur gelernt, zu gucken, dass man nicht stört oder dass man nichts falsch macht oder so. Ärger kriegt. Und ja, genau. Und dann ist man natürlich sehr weit von sich selbst weg, wenn man sich selbst nie richtig entfalten konnte und in Sicherheit wiegen konnte. Also ich glaube, dass Glück sehr viel mit Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und diesem Urvertrauen zu tun hat. Ja, definitiv. Ganz, ganz überzeugt bin ich davon. Und da glaube ich eben, dass diese Achtsamkeitsübungen und das, was du jetzt gerade so angeschnitten hast mit diesen Übungen aus diesen Büchern, die du auch so ein bisschen nutzen möchtest für die achtsame Mittagspause, also diese kreative Mittagspause. Ich glaube, dass das auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun hat, weil natürlich kannst du deine Mittagspause verbringen mit dem Kollegen tratschen und einen Kaffee dabei trinken und dich über irgendwas ärgern oder ein Problem bequatschen oder vielleicht sich seine privaten Probleme anhören oder mit irgendwelche Termine ausmachen und mal schnell telefonieren oder keine Ahnung. Also man kann die Mittagspause ja auf sehr vielfältige Weise verbringen. Ja. Wenn man sich aber hinsetzt und wirklich einfach nur kritzelt und ja, das, was du eben anbietest, diese Anregungen, die du machst, das muss man ja auch nicht jedes Mal in diesem Rahmen machen, sondern man kann das dann ja am nächsten Tag wiederholen und vielleicht eine Woche lang wiederholen, diese eine Übung oder so. Und wenn man das immer wieder macht, dann merkt man, glaube ich, sehr schnell, wie schnell man zur Ruhe kommt und ja, wie entspannend dieses Kritzeln ist oder dieses Kreativsein, diese kurze Zeit für sich, wo man sich eben genau darauf konzentriert und nicht ans Telefon geht, nicht mit einem Kollegen irgendwelches Zeug bequatscht und tratscht oder keine Ahnung, und sich eben den Tratsch anhört, den Büroklatsch oder so. Und ich glaube, dass es wirklich, wirklich gut tun kann. Ja. Das geht so in diese Richtung Achtsamkeit, finde ich. Also das sind ja so kleine, wenn man das nicht gelernt hat oder wenn man das nicht gut geübt hat, dann ist das ein ganz guter Anfang, so zu merken, okay, das tut mir gut. Ja, das stimmt. Und ja, da ist dann wirklich wichtig, oder beziehungsweise da hilft unser Körper dabei, dabei zu gucken, was dir gut tut. Also du merkst es ja, ne? Ob jetzt, also es ist wichtig, auch die Körperbindung und was der Körper uns sagt, dann auch richtig deuten zu können. Ich meine, klar, jeder hat schon mal irgendwie ein enge Gefühl in der Brust gehabt in irgendeiner Situation oder es hat im Nacken kribbelt oder ist rot geworden oder hat der Bauch verkrampft sich oder ja, alle Muskeln spannen sich an. Alles, das sind alles so diverse, oder die Knie werden weich, ne? Das sind alles Signale des Körpers, die mit einer bestimmten Empfindung hergehen. Also manchmal in Kombination, andere
beim einen mehr das, beim anderen mehr das. Und diese Signale eben doll lernen, das ist, finde ich, unwahrscheinlich wichtig, um für sich eben diese Fürsorge betreiben zu können. Wenn ich merke, dass ich in einer Situation bin, wo mir schwindelig wird beispielsweise oder wo ich nur so richtig mit ganz verkrampften Muskeln unterwegs bin, dann ist das eine Situation, die tut mir nicht gut. Und dann, wenn ich dann Selbstfürsorge betreiben will und eben für diese Signale achtsam bin, dann kann ich die Situation verändern, verlassen, wie auch immer. Und kann zusehen, dass sie so wird, dass ich mich wieder wohlfühlen kann. Ja, und vor allem ist da auch wie immer das Wichtigste, das überhaupt wahrzunehmen, genau, zu erkennen und anzuerkennen, dass man so fühlt. Also das auch nicht wegzuwischen und zu sagen, ah ja, komm, und über dieses Gefühl drüber zu gehen und irgendwas anderes drüber zu lagern, sondern das wirklich zu bearbeiten und zu überlegen, warum geht mir das denn immer so, wenn ich mit der einen Person zusammen bin oder so. Zum Beispiel, ja. Oder wenn ich, also oft hat es ja auch was mit Projektion zu tun, die andere Person kann vielleicht gar nichts dafür, ne? Aber dahin zu fühlen, was ist es denn, was das macht? Und das ist so der erste Schritt irgendwie, gut zu sich zu sein, weil man dann eben diese Dinge auflösen kann. Ja. Ja, und dafür ist es halt wichtig, dass ich diese Sachen bemerke überhaupt. Also ganz oft. Genau. Ja. Und dann, da kommt so oft, und sagst dieses Wegdrücken dazu, so der Hang, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich muss das jetzt gut machen. Ich muss das jetzt, ich muss das jetzt heilen. Jetzt sofort. Und auch das. Ja, oder ablenken. Ne? Ja. Also entweder eben heilen oder überdeckeln mit irgendwas. Also da entstehen ja auch oft irgendwelche Suchtproblematiken oder dieses sich nicht spüren wollen. Genau. Das haben ja auch viele Menschen. Genauso wie manche das haben, sich immer zuspüren zu müssen. Ja, und, aber das macht ja auch das Angst oftmals. Sehr vielfältig einfach. Ja. Manche Empfindungen sind einfach auch mega intensiv dann. Und das kann schon auch Angst machen. Ja, und manche sind ja wirklich auch so, wie du hast jetzt eher negative Sachen eben aufgezählt, wie weiche Knie oder so ein Angstgefühl im Bauch oder ein Kloß im Hals oder so, ne? Das sind ja alles keine angenehmen Gefühle. Nee, aber es gibt und auch es lohnt sich da tatsächlich, wenn einem das immer wieder begegnet, eben genau zu gucken, warum ist es so? Was ist genau der Hintergrund? Und oft triggert einen ja auch irgendwas aus der Kindheit oder so, was wirklich gar nichts mit der Person jetzt zu tun hat, aber die hat vielleicht irgendwie eine gleiche Verhaltensweise wie jemand, der dir als Kind Unrecht getan hat. Ja, möglicherweise. Und dann ist es natürlich wichtig, das zu erkennen, dass es jetzt nichts mit dem Kollegen oder keine Ahnung wem zu tun hat, ne? Sondern eigentlich dein Ding ist. Ja, genau. Und das dann aufzulösen. Aber, also jetzt sind wir gerade schon in so einem Achtsamkeitsding, was so viel Arbeit mit sich selbst zu tun hat und eher mit den schwierigen Seiten der Achtsamkeit. Ja, aber wir wollten ja auf die schönen Seiten. Ich würde ganz gern mal noch erzählen, wie ich so zu dieser Achtsamkeit gekommen bin, lange bevor ich den Begriff kannte. Und zwar habe ich Abenteuer-Kinderwelt-Kurse gegeben, Eltern-Kind-Kurse. Und als ich da die Ausbildung gemacht habe, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal von Achtsamkeit gehört und dass das so wichtig wäre. Und es war 2007 oder so. Also ich habe mich vorher damit nicht so wirklich beschäftigt. Und da war es so, dass wir einen ganz bestimmten Teil dieses Kurses
Das war der Wahrnehmungsteil. Und da ging es eben darum, aber auch bei allen anderen Dingen, die wir mit den Kindern gemacht haben, man konzentriert sich immer nur auf eine Sache. Ja, genau. Und man bringt eine Sache mit und die guckt man sich an, die schmeckt man, fühlt man, riecht man und so weiter. Und ich habe da so tolle Kursstunden erlebt mit diesen Kindern, weil, also du überlegst dir dann ja immer, was bringe ich dann mal mit in den Kurs. Und ich habe das dann auch in der Mittagsbetreuung gut nutzen können. Da habe ich dann auch immer vor der Lernzeit Konzentrationsübungen gemacht, Achtsamkeitsübungen letztendlich, wo wir auch ja, im Kreis zusammengesessen waren und ich habe eine Sache mitgebracht und es konnte dann sowas sein, wie zum Beispiel, also das fand ich eine irre Übung mit Schulkindern, wir saßen im Kreis und ich hatte ein Blatt Papier und ich habe gesagt, wir sind jetzt ganz leise und ich gebe das Blatt Papier rum und jeder darf damit was machen und wir hören, was wir alles wahrnehmen. Und dann hat der eine halt einen Riss reingemacht und der Nächste hat es ein bisschen geknüllt und der Nächste hat es wieder auseinandergefaltet und der Nächste hat draufgehauen. Und also das war irre toll, was für vielfältige Geräusche man mit einem Blatt Papier machen kann. Ne? Und solche Sachen, dieses Konzentrieren auf eine Sache, das ist wahnsinnig förderlich für die Konzentration und für die Leistungsfähigkeit wieder. Also gerade so in der Mittagspause empfiehlt sich das tatsächlich, bevor ich in ein Gespräch gehe wieder oder bevor ich irgendwie wieder weitermache, wieder weiter starte. Das kann wirklich auch helfen, so die Konzentration nochmal zu bündeln. Ja. Und also da war es eben so, dass die Kinder nach so einer Konzentrationsübung wesentlich schneller mit den Hausaufgaben fertig waren. Und da hat mir das so gezeigt, dass das irre toll ist. Ja. Dass es also sehr effektiv ist. Und mit den kleinen Kindern, da habe ich Sachen erlebt, wie zum Beispiel einen Kürbis befühlen und dann zu fühlen, wie schwer ist der denn? Mhm. Wie fühlt er sich an? Und wenn du dich einfach mal mit so einer Sache auseinandersetzt, richtig intensiv, dann merkst du plötzlich, oh, ne, das ist einfach, also es tut dir gut, weil du dich so fokussierst für diesen Moment und alles andere schaltest du aus. Und das Schöne ist, dass man also fast ja, in dem Moment eigentlich schon total entspannt ist. Diese Entspannung hält sich aber auch eine Weile. Ja. Und je öfter du das machst, desto geübter wirst du darin, die Kleinigkeiten wieder zu sehen und kleine Dinge wahrzunehmen. Also die Wahrnehmung, dein so wie du vorhin gesagt hast, dieser kreative Muskel wird geschult in diesen Kritzelübungen. So habe ich das Gefühl, wenn du oft so Achtsamkeitsübungen machst und wirklich im Moment bist, dann schulst du dein Gehirn einfach auch, also die Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge zu legen und Dinge anders wahrzunehmen. Ja, nicht nur auf gewisse Dinge zu legen, sondern du fängst an, viel mehr wieder zu sehen und mitzubekommen. Du hörst wieder mehr Geräusche, du siehst wieder mehr Dinge in deiner Umgebung. Du kannst viel eher auch irgendwelche Stimmungen und so wahrnehmen. Also das ist wirklich eine auf die Dauer echt eine richtig gute Wahrnehmungsschulung. Und ja, gerade für uns, für uns im Kunstbereich ist das extrem wichtig, finde ich. Ja, und das kann auch, also jede Mutter kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen oder jedes Elternteil. Wenn du kleine Kinder hast, dann gehst du wieder anders spazieren. Du läufst nicht mehr einfach los und oder du joggst dann nicht mehr, sondern langsamer, du hast dann Kind dabei. Ne? Und dann dauert so ein Weg vom Kindergarten nach Hause auch mal eine Dreiviertelstunde, den du normalerweise in 10 Minuten laufen würdest. Aber da siehst du jedes Steinchen und da siehst du einen Salamander und da siehst du eine Schnecke laufen und dann siehst du da eine Blüte. Und
Also das ist irre, was man dann alles wieder sieht. Und genau, wenn du das dann in dein Leben lässt, dann bereichert es unwahrscheinlich, finde ich. Ja. Ja, und das, was du gerade gesagt hast für die Kunst, das ist tatsächlich auch sowas, wo ich das nochmal anders nutzen konnte. Wenn ich jetzt in den Wald gehe, gehe ich anders in den Wald als früher, als ich noch nicht gemalt habe, weil ich mir jetzt zum Beispiel ganz oft dann die Blätter angucke, die Muster, die in der Natur so vorhanden sind, die Baumrinden, also diese ganzen Strukturen, die du da findest, ne? Ja. Das finde ich total spannend. Ja, und beim Malen. Neben dem Geruch. Und ja, tatsächlich auch beim angefangen hat diese Art des Achtgebung bei mir so richtig mit Schreiben, weil auch da geht es ja dann darum, dass für eine fiktive Geschichte dann eben auch mal eine Situation beschreibst oder eine Landschaft. Und da kannst du eben auch entweder du guckst, siehst den großen Baum in seiner Form irgendwie oder gehst ganz, ganz dicht dran und dann kannst du jeden kleinen Stück von der Rinde dann genau sehen. Und das sind solche Wahrnehmungsübungen. Aber tatsächlich, also richtig mit dem Wort Achtsamkeit, also mit diesem, ja, mit dem Begriff, bin ich auch so Ende der Nullerjahre quasi in Kontakt gekommen. Das war also tatsächlich so im Vorfeld meines Burnout, glaube ich. Entweder kurz davor oder kurz davor. In Bezug auf da habe ich dann schon mit Meditieren angefangen. Halt so unter dem Aspekt Stressreduktion. Ne? Und da gibt es ja dieses Mindfulness-Based Stress Reduction Programm von dem Johnson. Das ist so der Mindfulness, also auf Achtsamkeit auf Englisch Mindfulness, Papst in Anführungszeichen, der dieses also von jeglicher Religiosität befreite Achtsamkeitsprogramm aufgebaut hat, damit es eben tatsächlich auch einen therapeutischen Wert hat, ohne dass du jetzt da irgendein Ideologiegebäude dahinter brauchst, sondern wirklich rein von den, die haben auch angefangen, wirklich wissenschaftlich zu untersuchen und zu gucken, was das eben mit dem Körper macht. Und wie du schon sagst, also in dem Moment, wo du dich auf eine Sache konzentrierst, sinkt der Stresslevel, weil der Fokus ist da, konzentrierst dich auf eine Sache und machst eben keine 2, 3, 5, 7, 10 Stück gleichzeitig. Und bist halt da und bist in diesem, wie man es, ja, jeder kennt dieses Hier und Jetzt und kann es nicht mehr hören, so ungefähr, aber du bist dann genau in diesem Moment. Und damit das ist so eine Wertschätzung dessen, was da ist. Und eben auch, wie du gerade da bist. Und das fängst du dann nämlich an, in dem Moment auch zu spüren. Und du verbindest dich und das, was du wahrnimmst, mit dem, was du gerade tust, siehst, riechst, hörst, schmeckst, wie auch immer. Und dann entsteht so eine ganz andere Verbindung. Ja, und was du jetzt gerade zum Beispiel auch aufgezählt hast, mit dem, was sehe ich, was rieche ich, was höre ich, was schmecke ich, was fühle ich, das sind so diese 5 Sinnesfragen. Und die helfen zum Beispiel total gut. Also das ist zum Runterkommen, wenn du Angst hast. Eine Angststörung. Also wenn du bei Angststörungen und eben auch so, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Situation bist, oh Gott, Vorstellungsgespräch oder so, und du bist total aufgeregt, dann kann das auch helfen, dich so ein bisschen runterzubringen und sich zu sammeln. Ne, sagt man ja auch gerne. Ja. Sammel dich mal und dann kannst du durchstarten. Ne? Ja. Und das ist so eine Übung, die da gut hilft. Die hilft da sehr gut, ja. Stimmt. Und was du gerade zum Thema Stress gesagt hast, da fällt mir noch ein, das hatte die Schöpferin von Abenteuer Kinderwelt, die Konzeptentwicklerin, von der habe ich das, ich müsste jetzt aber nachgucken, wo sie das jetzt wieder her hat, aber das war auch mit Quellenangabe, da gab es auch Studien dazu eben, aus der Hirnforschung, aber wer genau das jetzt gesagt hat, keine Ahnung. Die sagten, dass wenn du
kleinen Kindern, also wenn du neue Dinge lernst, also auch bei uns Erwachsenen ist es so, wenn du neue Dinge lernst, dann verknüpfen sich ja die Synapsen. Ja. Und da entstehen neue Bahnen. Neue Wege, mal, genau. Ne? Ja. Neue Wege. Und wenn du Stress hast, dann gehen diese ganz schnell auch wieder kaputt. Ja. Also die können auch einfach wieder sich auflösen. Mhm. Und gerade bei kleinen Kindern ist eben dieser Stresspegel total schädlich, weil da werden so viele neue Synapsen verknüpft und also Verknüpfungen hergestellt. Und das muss sich immer wieder wiederholen. Darum ist Wiederholung da ja auch so wichtig, dass die gefestigt werden. Und wenn eben dann zu viel Trubel ist, zu viel drumherum und das Kind in Stress gerät, dann kann sich das nicht richtig ausbilden. Okay, also das heißt, und, zu viel Stress stört quasi die komplette Lernentwicklung. Ja. Okay. Das ist so. Uiuiui. Und auch dieser Stress in der Schule, das ist eigentlich total hinderlich. Wohingegen man weiß, dass Spaß und Freude das Lernen total fördert. Mhm. Und richtig, ja, dienlich ist für die, ja, Lernentwicklung, ne? Weil dann ein ganz anderes, nach dem Nachtdienst habe ich manchmal Wortfindungsstörungen. Ein ganz anderer Bereich im Gehirn wird da angesprochen, ne? Das limbische System, oder wie heißt das? Limbisches, ja, das eine heißt, das ist das, ja, das alte. Ja. Auf jeden Fall. Und, also das und ist eben einfach, ja, auch die ganze Hirnchemie verändert sich ja dadurch. Also ob jetzt da, ob jetzt da mehr Adrenalin im System ist, was eben dann die Stressreaktion Flucht, Kampf oder Erstarrung auftreten. Mhm. Und da ist kein Lernen möglich. Ganz klar, weil der Körper, genau, in der Bereitschaft ist. Oder ob es eben diesen Glückscocktail gibt aus Oxytocin und Dopamin und, ja, wie die ganzen Dinge alle heißen, Serotonin und so weiter und so fort. Genau, und es ist zum Beispiel erwiesen, dass der Cortisolspiegel bei Kindern, die sehr früh im Kindergarten und Krippe betreut werden und da eben mit zu vielen Kindern und zu wenigen Betreuern, dass der da wesentlich erhöht ist. Oh, okay. Und das einfach nicht gut ist. Nee. Ja. Weil es dann wieder irre viel Gegenproduktion quasi braucht, um das auszugleichen. Ja, und es ist einfach eine Überforderung, ne? Und wann, ja, immer du überfordert bist, bist du gestresst. Und wann immer du gestresst bist, kannst du dich nicht so entwickeln, wie du das bräuchtest. Und die Selbstfürsorge hat immer ja auch was mit Entstressen zu tun und mit gut für sich sorgen eben. Ja, und Stress ist da eigentlich, genau, also Stress ist praktisch der Gegenpart von Achtsamkeit. Und das stimmt, ja. Ja, aber du kannst mit Achtsamkeit eben auch dem Stress entgegen. Das ist ja das ist ja das Schöne. Ja, genau. Eben indem du es erstmal wahrnimmst, dass du gestresst bist, eben mit diesen verschiedenen, an diesen verschiedenen Ausdrucks, also Symptomen, die der Körper dir zeigt. Eben, wenn du zum Beispiel, man nennt immer Brustatmest und ganz flach atmest, dauernd. Weil da entwickelt sich im gesamten Brustraum komplette Verkrampfung und das wird alles ganz fest und dicht. Und dann, wenn du dich öfter am Tag dabei erwischt, dass du einmal aufatmest, dabei merkst, dass sich im Bauch das richtig extrem gut anfühlt, das Aufatmen, dann ist was faul. Also dann mal hingucken, woher das kommt. Das ist wichtig. Ja, und das ist eben eigentlich das Wichtigste, ne? Dann diese Dinge auch wahrzunehmen und dann eben zu gucken, woher kommt es. Und nicht zu sagen, boah, ich fühle mich jetzt so gestresst, ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Weil die Zigarette macht nicht weniger Stress, die macht mehr Gegenteil. Stress. Ganz im Gegenteil. Ja. Und deswegen, da ist, tatsächlich
vielleicht ein bisschen kritzeln und malen in der Mittagspause tatsächlich nicht schlecht. Ja. Weil in dem Moment. Also besser als eine Zigarette. Ja, definitiv. Weil in dem Moment, wo du malst und kritzelst und dich ja mit Farben beschäftigst, und da ist ja auch, sind ganz andere Bereiche bei uns aktiv und du erlebst Schönheit. Du nimmst ja Farben, die dir gefallen. Also das ist von vornherein etwas, was mit Wohlbefinden zu tun hat, wenn du zu Dingen greifst, die du gern hast. Das ist an sich schon Fürsorge für selbst. Und ja, klar, man kann auch mal mit Farben malen, die man gerade mal nicht so gern hat, um es mal auszuprobieren. Aber das ist dann schon wieder ein Schritt weiter und braucht dann schon wieder ein Selbstbewusstsein für diesen Mut, ne? Aber, ja, und das ist dann eher so dieses Locken aus der Komfortzone mal, ne? Dass du dann eben wieder mal was Neues ausprobierst und dir denkst so, oh, wo kann es noch hingehen? Ja. Und aus dieser Eintönigkeit raus. Aber so dieses achtsam werden und einfach mal sich auf bestimmte Dinge konzentrieren und nicht das Handy zum Beispiel in die Hand zu nehmen und die Mittagspause am Handy zu verbringen, weil da verfliegt die nämlich in 0,0 nix. Erstens das und du hast überhaupt nichts entstresst. Ja. Im Gegenteil. Genau, du warst dann zwar mal kurz irgendwie in Social Media aktiv oder keine Ahnung, aber du hast nichts für dich getan, ne? Und so dieses wirklich gezielt was für sich tun. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich an den Maltisch gehe. Und da gehe ich ja bewusst hin. Also das ist ja schon mal der erste Schritt, dass ich sage, ich gehe jetzt an den Maltisch und ich will nicht gestört werden. Mhm. Und dann setze ich mich dahin und lasse mich inspirieren von den Materialien, die da liegen. Und dann dieses Versinken und dieser Flow, in den man dann manchmal kommt, nicht jedes Mal, aber manchmal, das entstresst so dermaßen, dass es einfach gut tut und dass man da auch süchtig werden kann danach. Also wenn man das so ein bisschen wenn einem das dann fehlt, das merkt man auch recht schnell. Mhm. Ja. Ja, so dieses sich mal wirklich komplett mit was anderem beschäftigen, gerade so im Büroalltag. Also wenn ich damals so diese Schienen gehabt hätte, weiß ich nicht, wie das wenn du was gehabt hättest? Wenn ich damals so diese Strategie gehabt hätte, mit einer kreativen Mittagspause zum Beispiel. Mhm. Weil das ja schon auch nochmal den Blickwinkel, du hast was gemacht, da ist was entstanden, was Produktives, du hast schon bei den ersten Linien oder dem ersten Ornament oder sonst irgendwas so das Gefühl, du erschaffst etwas, da ist was, was jetzt aus dir heraus entstanden ist, und ganz egal, wie das jetzt aussieht oder ob das irgendjemandem anders gefällt. Du hast, wenn du dich in dem Moment wohlgefühlt hast und warst so bei dir und wieder verbunden, dann stärkt das unheimlich. Und dann haut dich erstmal so der nächste Kollege, der komisch kommt, auch nicht gleich so aus den Socken. Ja, und du bist, finde ich, mehr bei dir einfach, ne? Du ruhst mehr in dir und dann dann kannst du auch mit Stress wieder ganz anders umgehen, wenn der wiederkommt, ne? Weil du dann einfach Kraft gesammelt hast. Und ich sage immer, Stresssituationen oder eben neue Situationen oder also jetzt auch gerade mit Corona, wo ständig irgendwie neue Meldungen kommen, wo du immer wieder denkst, so, kann jetzt das Kind nächste Woche in die Schule oder nicht? Muss ich jetzt Maske tragen oder nicht? Kann ich auf Arbeit so, wie ich will? Oder muss ich jetzt auf Arbeit Schutzkleidung tragen oder keine Ahnung? Also du musst dich ständig, also mir geht es gerade so, ich muss mich ständig auf neue Situationen einstellen und da auch irgendwie offen für bleiben und gucken, was geht gerade und was geht vielleicht lieber nicht. Und da hilft mir das tatsächlich, wenn ich gut für mich sorge, mit diesen Situationen besser umgehen zu können. Und ich könnte das lange nicht so gut, wenn ich eben gestresst bin.
Ja, das stimmt. Ja. Und du triffst Entscheidungen dann auch wieder konzentrierter beziehungsweise ruhiger. Also eigentlich, wenn ich da jetzt nachdenke, ich sollte vielleicht mal einen Kunstkurs für die Chefetage oder so. Ja. Ja, du triffst, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Genau. Du triffst sie auch leichter, weil du ja im kreativen Prozess eigentlich permanent Entscheidungen triffst. Genau. Und du machst du triffst dann sie leichter, du triffst sie schneller. Ja. Und du es fällt dir auch leichter, dich umzuentscheiden. Vor allem, falls nötig. Ja, du kannst dich viel schneller anpassen. Genau, du triffst sie nicht endgültig, sondern bist flexibler. Und du bist auch, du nutzt dein Bauchgefühl, um die Entscheidungen nochmal zu hinterfragen, die du vom Kopf her vielleicht triffst oder umgedreht. Also je nachdem, was für ein Typ du bist, ob du eher aus dem Bauch heraus entscheidest oder vom Kopf her. Aber ich glaube, durch die Nutzung von Kreativität, wenn du das übst und eben gerade auch so mit dem intuitiven Malen und so, da entwickelst du eine Fähigkeit, recht schnell Entscheidungen zu treffen mit Kopf und Bauch. Ja. Und die sind immer besser natürlich, als wenn du nur aus dem Bauch heraus sagst, nee, das will ich nicht und du das gar nicht so richtig argumentieren kannst, warum jetzt eigentlich nicht. Das ist aber manchmal nicht schlimm, wenn du es nicht genau begründen kannst. Manchmal reicht das Gefühl. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du natürlich für andere was entscheidest oder je nachdem, an welcher Stelle du eben auch gerade so sitzt. Ne? Ja, klar. Ich sag mal, wenn ich für mich nur entscheide, dann ist mein Bauchgefühl schon mein stärkstes Ding, auf das ich höre. Aber wenn ich jetzt für andere entscheide, dann muss ich den Kopf schon auch noch einschalten. Aber wenn ich dann den Bauch ausschalte, wird es halt auch oft kacke. Ja. Na, also es ist wichtig, so dieses Zusammenspiel zu haben. Ja. Und das lernst du durch Kreativität ganz gut zu schulen. Definitiv, ja. Und was du eben auch hast, durch dieses Kreativsein, zum Beispiel jetzt in der Mittagspause, was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, die Konzentration ist dann eine andere. Du bist dann fokussiert und du hast wieder so alle Gedanken beisammen. Und dann kannst du, also es fällt dir dann einfach leichter, wieder effektiv zu arbeiten. Mhm. Wohingegen du, wenn du überfordert bist und wie in so einem Hamsterrädchen von Termin zu Termin hetzt und das noch schnell und das noch schnell und ach ja, jetzt ruft die an, ja, da gehe ich jetzt noch schnell hin und dann beantworte ich noch schnell die Mail und hin und her, dann steigt natürlich auch dein Cortisolspiegel. Du wirst unruhiger und du kriegst dann eigentlich nichts mehr auf die Kette. Ja. Also du wirst einfach uneffektiv. Genau. Und das erlebe ich tatsächlich auch immer wieder bei Kollegen. Ja, das ist wirklich ein Problem. Und würden die mehr für sich tun, dann wäre das gesünder auf jeden Fall und für alle effektiver. Ja. Ja, und, aber das ist immer, man nimmt sich so wichtig. Ja, ich kann jetzt keine Pause machen. Oh Gott, und was weiß ich. Pausen sind so wichtig. Und im Endeffekt schießt man sich dann ins Knie. Ja. Wenn du keine Pausen machst, wenn du keine Zeit hast für eine Pause, dann solltest du eigentlich heimgehen, weil dann machst du an dem Tag, reißt du nichts mehr. Machst du nur Murks. Also nichts Gutes mehr. Ja. Du machst du nur Murks. Ja. Das stimmt. Ja. Genau. Ähnlich wie mit Überstunden. Wenn jemand immer Überstunden macht, dann stimmt einfach am System was nicht. Also auch an dem eigenen System, am Zeitmanagement. Du musst in der Regel deine Arbeit in der vorgegebenen Zeit schaffen können. Und wenn du das nicht tust, dann mach öfter eine Pause. Mhm. Vielleicht klappt es dann. Ja. Kleiner Tipp. Genau, ja. Das ist echt so. Probier es mal aus. Das klingt widersinnig. Ja. Ja. Aber es ist echt, wenn du es eilig hast. Aber es ist wirklich so. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Das ist ein Lieblingszeug. Ja.
Und das stimmt ja echt, weil dann bist du viel konzentrierter auf das, was gerade vor dir liegt. Und ja, wenn du in Hetze bist, dann hechelst du so rum und vergisst womöglich die Hälfte, weil du gerade ja im Stress bist. Kannst dich nicht so gut konzentrieren und dann bleiben eben Schlüssel liegen oder der Geldbeutel oder sonst irgendwas. Und dann bist du schon halbe Strecke irgendwo weg und musst wieder zurückfahren, weil die Unterlagen vergessen hast. Super. Und hast Zeit verloren. Ja. Genau. Ja, das ist wirklich, also ich sollte vielleicht echt mal eine Fortbildung dazu anbieten. Das mach mal. Ja, es ist echt erstaunlich. Und was ich auch merke, das merke ich immer wieder in der Nacht, wenn ich Nachtdienst habe, dass mich die Kreativität, also das Malen, einfach wach hält im Vergleich zu was lesen. Also Input macht einfach müder als Output. Ja. Und wenn du einfach was schaffst, was erschaffst, und es muss nichts Tolles sein. Also das muss jetzt auch nichts, ich erschaffe im Nachtdienst keine Kunstwerke. Aber das bezweifle ich. Das ist einfach, naja, gut. Und schon, dass das Kunstwerke sind. aber ich habe nicht das Ziel, da jetzt ein großes Kunstwerk zu machen. Ich schleppe da jetzt auch keine Leinwand mit und meine Acrylfarben, sondern ich habe halt wirklich hier so ein Heftchen. Mhm. Ah, das sieht man jetzt wieder nicht wegen dem Hintergrund. Du musst es direkt vor dich halten. Ja, genau. Vor mich? Ah, guter Tipp. Guck. Geht. Ich habe hier so ein Heftchen mit Kraftpapier, 1,50, ja, und einen Feinliner. Und wenn ich mich aber hinsetze und da so ein bisschen kritzel und mir dann überlege, ach, und was mache ich denn da jetzt für ein Muster und hin und her, mein Verstand wird so wach und das bringt so viel Energie für die nächste Runde und für das, was noch zu tun ist. Im Gegensatz dazu, wenn ich mich jetzt hinsetze und dann irgendwie was lese, ich lese manche Absätze 5-mal und fange wieder von vorne an, weil ich es nicht behalten konnte. Ich werde hundemüde. Also es geht nicht, ne? Ja. Und das finde ich auch, also das ist so ein Zeichen dafür, wie wichtig das ist. Und warum sollte das dann nur in der Nacht funktionieren? Also ja, das eben ist am Tag natürlich genauso, ganz genau, wenn ich mich hinsetze und wirklich einfach für nix einfach mal ein bisschen kritzel und dabei zur Ruhe komme, dann schöpfe ich einfach Kraft. Ja. Ja. Gut, so, und ich glaube, das ist ein guter Schluss, ja, bevor wir uns jetzt wiederholen und wiederholen, hätte ich, glaube ich, gesagt. Wir haben jetzt den Hörern ein bisschen Einblick gegeben in das, was wir so tun, um achtsam zu sein und wie wichtig das ist. Und wer sich noch nicht für den Newsletter angemeldet hat von der Andrea, der kann das gerne tun, dann erfährt er noch ein bisschen mehr. Genau. Und das letzte Mal im Newsletter war zum Beispiel eine ganz schöne Achtsamkeitsübung, die ich ganz nett fand mit dem Kaffee, weil ich ja so eine Kaffeetante bin. Da habe ich mich gefreut. Und ich hätte jetzt zum Abschluss noch eine Achtsamkeitsübung für die Hörer. Dazu brauchst du ein Stückchen Schokolade. Ach, das, Zuhörer. Ja, okay. Oder ein kleines Schokoei. Und also am besten ist, wenn die noch verpackt ist. Und dann packst du diese kleine Schokolade jetzt mal aus, schließt die Augen dabei und hörst, wie sich das Papier anfühlt, das Glitzerpapier oder die Verpackung von der Ritter Sportschokolade oder was auch immer du gerade zur Hand hast. Ja, okay, Kinderschokolade und es gibt auch noch ganz viele andere Sachen. Ferrero Küsschen, Ferrero Rocher hört sich auch gut an, wenn man es auspackt. Aber also, genau, dann
steckst du es noch nicht in den Mund, sondern du fühlst mal, wie sich das anfühlt. Und dann riechst du da mal dran. Und dann darfst du ein Stückchen abbeißen und das aber noch nicht zerkauen und auch noch nicht runterschlucken, sondern du lässt es erstmal auf der Zunge. Und dann schiebst du das mal in die Backe und dann in die andere Backe. Dann kannst du das auch mal so an den Gaumen drücken. Und dann darfst du den Rest vernaschen und einfach drauf loskauen und runterschlucken. Ja, und das ist so eine kleine Übung, die ich ganz gern auf Elternabenden gemacht habe, um das eben den Eltern auch so zu zeigen, wie man sich konzentrieren kann und wie wach man sich danach fühlt, nach so einer kleinen Übung. Ja. Die, ja. Die Ursprünge in dieser Art mit was Essen Übung, da sollst du dann über 20 Minuten Rosine rumkauen. Oh, ja. Ich mag lieber Schokolade. Ja, klar. Ja, gut, ja, dann danke für die schöne Übung. Ja, bitte, bitte, gerne. Ja, dann wünsche ich jedem einen guten Appetit. Genau. Viel Spaß am heutigen Tag, viel Spaß beim Kritzeln, bei allem, was ihr tut. Egal, was du tust, tu es mit Freude. Und ja. Vielleicht noch als abschließender Satz, den ich gerne sage zum Thema Achtsamkeit. Wenn man sagt, also oft kriegt man ja da erwidert, ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wie stellst du dir das vor? Und dann sage ich immer, sei dir selbst die beste Freundin. Ja. Du würdest nie zu deiner besten Freundin sagen, nee, also für eine Massage hast du doch jetzt keine Zeit. Oder für eine Badewanne oder für was weiß ich. Ja, dann würdest du immer sagen, ja klar, mach das doch, wenn es dir gut tut. Genau. So sollte man zu sich selbst auch sein. Genau. Ja. Oh, wie schön. Ja, Andrea, wow. Das ist ganz viel Collage. Ich erkenne die Zeitschrift, glaube ich, aus dem manche Sachen sind. Kann das sein? Nee. Weiß ich nicht. Es erinnert mich, glaube ich, nur gerade. Der Kreis, die Spirale, das ist nicht ausgeschnitten, das ist gemalt, das ist jetzt, oder? Das ist jetzt gedudelt, genau. Also das ist jetzt eine Mischung aus einfach ein paar Farben und Papier, und was ich so hatte, ausgeschnitten und dann kommt da so. Mal gucken. Nee, ich muss mal kurz. Nee, musst wieder vor dich. Musst vor dich halten. Ja, wunderschön ist es geworden. Moment. So, jetzt, ne? Jetzt kannst du es sehen. Ja. Da ist es. Oh, toll, und das kann man aufklappen. Genau. Was ein Schatten, Tag und Einen schönen Tag. Ach, hab einen schönen Tag und ein schönes Leben. Oh, schön. Ja, auch mit diesem Wunsch können wir jetzt den Podcast für heute schließen. Hab genau, einen schönen Tag und ein schönes Leben. Okay. Dann vielen Dank, liebe Andrea. Es war wieder total schön. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Für den tollen Input zum Thema Achtsamkeit. Ja, wunderbar. Ja, dir auch. Sehr schön. Mach's gut. Mach's gut, du auch. Bis zum nächsten Mal. Pinsel können wir heute nicht auswaschen. Nee, mit dem Feinliner klopfen. Gegen Tasse. Ja, dann. Ja. Ja, hören uns. Und lasst es euch gefallen hat. Genau. Lasst uns gern wissen, wie es euch gefallen hat, was ihr über das Thema Achtsamkeit denkt, welchen Teil es in eurem Leben hat. Und ja, dann tauschen wir uns gern drüber aus. Ihr findet uns auf den üblichen Kanälen, schaut auf der Webseite vorbei und kommentiert, was das Zeug hält. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!
Dies war eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.